In diesem Video werde ich die 10 besten Freistoßschützen in einer Reihe von kniffligen Challenges testen und herausfinden, wer der FIFA-Freistoßkönig ist. Die Regeln sind denkbar einfach. Jeder Spieler hat 5 Versuche, um ein Freistoßtor zu erzielen und für jeden Treffer gibt's einen Punkt. Und der Spieler, der am Ende die meisten Punkte hat, muss nächste Saison bei Schalke spielen. Der ist der FIFA-Freistoßkönig. Aber sollte einer der Spieler in den 5 Versuchen kein Freistoßtor erzielen, dann muss sich eine Bestrafung vom Unglücksrad machen. Und den Anfang macht direkt mal der aktuelle Freistoßkönig, Lionel Messi. Der Kerl hat in seiner Karriere schon 62 Freistöße direkt verwandelt und unter anderem dieses wilde Ding hier gegen den FC Liverpool. Und wir nehmen auf ganz entspannt Messis 98er Team of the Season Karte. Die kostet 3 Millionen Euro und ich erwarte mir einiges, denn die hat 99 Freistoßpräzision, 99 Fee und auch 94 Schusskraft. Also eigentlich FIFA durchgespielt. Und während Messi sich die Kugel für den ersten Freistoß zurechtlegt, erkläre ich euch jetzt noch schnell das Punktesystem. Je größer die Distanz beim Freistoßtor, desto mehr Punkte gibt es. Jeder Spieler muss dabei mindestens einen Freistoß aus jeder der 3 Zonen schießen und bei den letzten 2 Freistößen, da haben die Spieler die freie Wahl. So, come on, erster Freistoß, gute Position, Messi gegen Schalke, 2 Balken, Power und rein ins Glück, oh, den haben wir gleich mal verdattelt. Ach ja, und ich stehe im Tor. Ja, wir brauchen heute wirklich einen richtig miesen Keeper im Kasten, Freunde, denn Freistöße, die sind echt schwer. So, nächste Chance für Messi, diesmal aus Zone Nummer 2. Und guck mal, wie ich hier im Tor rumhampel. Das müssen wir jetzt bestrafen. Ich versuch's hier nochmal mit den Innenriss. Ich weiß nicht, ob der gut kommt. Ja, der ist schon wieder in der Mauer, Junge. Bisher 2 Freistöße, 2-mal in die Mauer und jetzt aus 31 Metern. Das wird eine schwierige Angelegenheit. Aber gut, hinten auf der Bande steht Goat und wenn Messi der Goat ist, dann trifft er das Ding jetzt auch. Mit dem Knuckleball, Flatterball! Der zieht sich am Kasten vorbei. 0 von 3 für Messi. Heieiei. Let's go, das ist eine gute Position. Leo, komm, zieh durch, Junge, zieh durch. Der ist gut, es gibt sich, der ist an der Latte. Ich hasse es. Puh, durchatmen und damit ist jetzt schon Pressure am allerletzten Versuch. Messi, komm, in den Riss, komm, drehen über die Mauer, durchdrehen rüber und er dreht ihn rein und das ist das Tor. Oh, im letzten Versuch. Ein Punkt für Lionel Messi. Klar, ein Punkt ist nicht überragend, aber aktuell reicht das für Messi, um der Freistoßkönig zu sein. Naja, weil auch bisher nur er geschossen hat. Aber das ändern wir jetzt direkt mit unserem nächsten Spieler und das ist eine Ente. Genauer gesagt, Armand Lauri. Und dass auch der Kerl Freistöße kann, seht ihr in diesem Clip hier. Bam! Was ein Huf und was ein schönes Tor. Und seine 90er-Karte in FIFA hat auch 99 Freistoßpräzision, 95 Fee und 93 Schusskraft. Das sollte jetzt ein Kinderspiel werden. So, Minute 2 und Loriente hat direkt mal die Chance. Sekunde, Berardi, du schließt dir sicher nicht die Freistöße, mein Lieber. Loriente, die 45, zack, mit Fee und rein ins Glück. Und der macht direkt den ersten und ist schon mal gleich gut wie Lionel Messi. Das Ding perfekt über die Mauer geschnippelt und mir im Tor keine Chance gelassen. So, wir gucken, ob das im Versuch Nummer 2 genauso gut geht. Flatterball ins Tor, weil, oh, ich glaube, ich habe den ein bisschen verzogen. Ja. Ja, da habe ich richtig geglaubt. Oh, Freunde, wir haben den Freistoß und das ist jetzt eigentlich etwas zu viel Distanz. Da ist nicht mal eine Mauer, aber wir versuchen das einfach. Power Shot, Flatterball und dann rein ins Glück und... Junge, der war fast drin gewesen. Bruder muss los, habt ihr das gesehen? Wie frech war denn der? Uiuiui. Und wisst ihr was, den einen Punkt haben wir sowieso schon sicher. Ich probiere es nochmal aus 35,5 Metern. Aber dieses Mal versuchen wir es kolossal per Außenriss und... Jo, der ist drin. Junge, 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 3 Punkte. Oh, alter Schwede, ich hab nicht damit gerechnet. 3 Punkte für Loriente und was ein geiles Freistoßtor. Bam, perfekt getroffen und dann sieht der Keeper hier natürlich gar nicht gut aus. Aber ich stehe auch ich im Tor. Und wenn er wirklich gut ist, der Loriente, wenn er wirklich ein Baller ist, dann zeigt er mir das jetzt nochmal, dass er den nochmal so reinzwirbeln kann. Bam! Ah, okay. Das war eine Eintagsfliege. Aber trotzdem, 4 Punkte für Loriente und das heißt, wir haben einen neuen führenden Freistoßkönig. Die Frage ist, wie lange er noch führt, denn auch der nächste Spieler kann Freistöße. Team of the Season, Vincenzo Grifo. 98 Freistoßpräzision, 97 Fee und 97 Schusskraft für den Mann vom SC Freiburg und wir gehen da jetzt mit ihm rein. Knapp 21 Meter Distanz zum Tor, guter Spin am Ball, einen Rest und der... Junge, wie habe ich den denn gehalten? Was für eine Parade. Bruder muss los, vielleicht hätte ich doch Profitorwart werden sollen. Aber gut, der Freistoß war ja top und wir bekommen jetzt den zweiten Versuch mit Grifo wieder im Außen. Und dieses Mal ist er drin. Ich glaube, der Keeper war dran, aber was ein Tor. Guter Effekt und der Keeper war dran, aber zu gut geschossen. Bleibt die Preisfrage, kann er es auch aus 30 Metern? So, wenn wir hier einfach anzielen mit dem Außenriss und dann einfach mal den Turbo geben. Turbo, Turbo, Junge. Das gibt's nicht. Der ist schon wieder drin. Junge, was bin ich für ein Freistoßmonster? Beziehungsweise, was ist Grifo für ein Freistoßmonster? Und damit hat er jetzt schon 5 Punkte, aber kann das Punktekonto noch ausbauen. Ja, Mann, let's go. Wir geben ihm nochmal so einen 34 Meter Freistoß für 3 Punkte mit dem Außenriss. Dieses Mal habe ich ihn sicher. 5 Punkte haben wir, wie gesagt, sicher. Versuchen wir es jetzt nochmal in die Gott.
der geht in die Zuschauer. Und es gibt einen neuen Führenden. Vincenzo Grifo führt mit 5 Punkten die Freistoßkönige-Liste an. Und Freunde, jetzt ist euer Fußballwissen gefragt. Wie bewertet ihr diesen Freistoß auf einer Skala von 1 bis 10? Schreibt euren Score gern jetzt unten in die Kommentare. Und wir ballen jetzt weiter mit einem 95er Paulo Dybala. Wow. Was ein Übergang. Und dass der Bruder teilweise geisteskranke Freistöße am Fuß hat, das seht ihr ja gerade am Bildschirm. Unfassbar. Und mit 98 Freistoßpräzision, 99 Effe und 94 Schusskraft greifen wir jetzt an. Und wisst ihr was? Ich habe Vertrauen in Paulo Dybala. Der Gegner stellt keine Mauer auf und wir machen als erstes den Longshot für 3 Punkte. Komm, Paulo! Oh, ich hab ihn im Tor. Schade. Junge, ich glaube, ich bin der erste Torwart, der sich nicht über eine eigene Parade freut. Egal, halb so wild, Freunde. Das war, wie gesagt, die Langdistanz. Jetzt für Selbstvertrauen die kurze Latte. Das gibt's nicht. So, jetzt müssen wir aus Position 2 schon fast treffen, sonst wird der Druck wirklich riesig. Dybala macht ihn! Yes, er kann's einfach. 2 Punkte hat Dybala schon, 3 brauchen wir jetzt noch. So, und wir versuchen einen Punkt uns per Flatterball zu ergaunern. Ui, der ging aber mal komplett in die andere Richtung. So, und jetzt müssen wir zum Abschluss einen Dreier treffen, sonst ist Dybala nicht auf Platz 1. Das ist seine letzte Chance, er muss ihn machen. Und er scheitert kläglich. 2 Punkte für Dybala. Und damit ist Dybala jetzt Vorletzter, aber immerhin der beste Argentinier, weil Messi wirklich schlecht.